Mist! Wir sind zu langsam! Schieß auf die Tanks! Der Kompressionsdruck wird Schieß auf die Tanks! Mehr musst du nicht sagen! Gyrocopter! Die Deckung! Tu was für dein Geld und gib mir Feuerschutz! Da kommen sie! Da kommen noch mehr! Die kommen von rechts! Schon klar! Feindliche Verstärkung trifft ein! Wo? Links! Affenscheiße! Dann wird es ja jetzt mal Zeit für eine kleine Monorail-Action. Ich wollte aber erst noch mal gucken, ob ich hier eventuell Schmetterlinge gesehen hatte. Aha. Ja, nee, müssen wir nämlich nicht. Jetzt habe ich natürlich nicht die... Halt, kann ich doch kurz wechseln. Dann würde ich noch mal ganz kurz diese für die rechte. So, damit wir nämlich hier dann noch mal meine Schmettis holen können, nicht? Ah, da komme ich gar nicht ran? Really? Hey, Buddy. Den nehmen wir auch noch mit. Den haben wir schon. Wartet mal, kommt man da gar nicht rüber? Ich bin doch der... Komme ich da vielleicht von der anderen Seite hin? Ich muss da nochmal rumlaufen, Leute. Also ich möchte die schon gerne mitnehmen, ne? Deswegen Ishii und Dings müssen jetzt nochmal warten. Der Trischka. Oh, der Trischka, Junge. Komme ich dann von hier aus ran? Ja, ich glaube, das sieht gut aus, oder? Here we go. No! Really? Wie? Da hinten blitzt noch was. Ich bin gerade überfragt, Leute. Warum kommt... Muss ich die wirklich von da aus töten, wo ich gerade stand? Da hinten? Ach, hier ist noch ein Kästchen, okay. Aber eigentlich habe ich das blinken sehen. Das ist nur eine Waffe, ne? Ja, okay. Ja gut, das ist natürlich doof. Dann wird das jetzt, sag mal, ein bisschen heftig werden. Was das Ziel betrifft. Weil ich glaube nicht, dass ich mit der Waffe, die ich gerade in der Hand habe, da hinten hinschießen kann. Vor allem, das sind ja diese Sprengketten, nenne ich sie jetzt einfach mal. Und die müssen ja auch irgendwo dran haften. Ich gucke nochmal. Ansonsten nehme ich sie einfach so irgendwie mit. Wird zwar ein bisschen heftig, aber naja. Das Ding kann ich da nicht rüberschießen. Das ist ja doof. Kann ich da vielleicht nicht ducken einfach? Ach! Okay, ich habe nichts gesagt, Leute. La 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 la. So, hey, Schmidt. Hä? Warum hat er mich... Wartet mal. Warum hat er jetzt gezeigt, dass ich hier... Hallo, ich möchte gerne runter. Was ist das denn hier? Ach, das ist die Waffe, okay. What? Bitte? Ich kann ja auch nichts machen, ne? Nö. Das ist mir gerade ein bisschen neu, dass hier jetzt so ein Point of Interest war. Egal. Gut, wir haben Kammerjäger, meine lieben Freunde. Wir düsen ab von Hoff. Also, here we go. Oh, was war das denn gerade? Lagspike, Alter? Holy shit. Wir haben jetzt die, wir haben jetzt die und wir haben... Jo, gut, doch, das können wir erstmal so behalten. So, auf geht's! Das ist ein verdammter Albtraum. Was für eine höllische Operation habt ihr Idioten hier unten eigentlich durchgeführt? Das ist kompliziert. Wir mussten den Ernst der Lage abschätzen. Eine sichere Zone einrichten. Ich will ja nicht nölen, aber wenn euer gesamtes Final Echo Squad diese Spinner nicht unter Kontrolle bekommen hat, seid ihr echt scheiße. Die Skulls und Creeps hatten wir im Griff. Aber sie sind bei weitem nicht das Schlimmste hier unten. Ach was, dann verrat uns doch, was hier unten das Schlimmste ist, Schwester. Wir nannten sie Burnouts. Sie sind komplett mutiert. Wenn wir einen sehen, wirst du es wissen. Na großartig, einfach fantastisch. Da kann ich mich ja glücklich schätzen. Und wir hatten sogar schon einen gesehen, ist ein paar Folgen her. In diesen Dingen sind wir ein leichtes Ziel. Soll ein Crash überstehen, ist bestimmt auch kugelsicher. Das hoffe ich. Ich empfange von überall da draußen aktiv. Da ist einer. Das ist ein Burnout. Aha. Hast du das gesehen? Bedauerlicherweise ja. Sag Hallo zu den Burnouts. Das sind mal die richtigen Psychos. Und die Burnouts, die kann man auch nicht in Slow-Mo versetzen. Ja, ja, das sagt sie so einfach. Ich geh erstmal weg hier. Bye, bye. Ja, oh nein! Oh,
Boah, okay, die Burnouts, die sind mega krass drauf. Vor allem, wie gesagt, man kann sie nicht in Slow-Mo versetzen, ne? Also da muss man jetzt ein bisschen tricksen, dann macht man nämlich so. Hey. Ne. Fuck you. Oh, den habe ich da genau reingetreten. Ja, nice. Au. Au. Hier, ihr seht, die können nicht in Zeitlupe gesetzt werden, deswegen... ich wollte eigentlich mal die Waffe... Nein. Aufladen. Fuck you. Brennt alle. Yeah. Okay. Das war aber noch nicht alles. Schnauze. Das wäre ja schön, wenn es jetzt schon alles gewesen wäre. Okay, haben wir. Schnauze da, du. Lump. Oh, hier gibt es nochmal Moon. Sehr schön. Trishka, immer ruhig. Jawohl. Okay, gab es. Ich bin der Meinung, es müssten noch mehr kommen. Ach, da kommt er doch. Ja, kommt. Kommt alle her. Kommt. Kommt. Nimm mal auf. Yeah. Ihr Schweine. Oh, da ist noch ein Roboter. Nehmen wir natürlich mit, obwohl wir den wahrscheinlich schon haben. Yep. 500 Points sind aber besser als nichts. So, da kann ich was verwenden. Das machen wir gleich. Da, oh. Wait a minute. Einmal hier rüber. Gibt's hier Easter Eggs? Weil hier kann ich was treten. Da möchte ich doch mal gucken. Aha. Look at this. Look at this. Puh. Okay, 14. Ne? Achso, das ist da nur so eine Dings gewesen. Okay, gut. Wir gehen weiter. Versorgungskapsel. Here we go. Neu. Batada. Gott, wie geil ist das denn? Wir haben endlich Ladung für das Ding. Ja! Endlich, Alter. Okay, jetzt wird's lustig. So, dann nehmen wir nämlich den mal raus. Nehmen wir die Waffe. Nachgeladen ist sie. Zack. Ja, die sehen auch immer so geil aus, wenn man die auflädt. Super cool. So, dann wollen wir auf jeden Fall mal weiter in Text und dann mal gucken. Die Tür ist im Arsch. Eins, zwei und... Juhu! Shit. Hey, Buddy. Hier wird's jetzt... Ah, hier sind Flaschen, ne? No. Na ja, hier. Ratzfatz. No. Mach die Tür auf. Alles klar. Ja, wenn ich schaffe. Es ist gerade ein bisschen schwer, aber ich krieg's hin. Ist die Tür offen? Die Tür müsste eigentlich offen sein, oder? Ja, Burnout, hier. Hier. No. Hey, Bernie. Ah, ihr seht, der Colt, ich meine, hallo. Er fetzt alles weg. Der Colt ist Beste, Junge. Bernies, wo seid ihr? Bernies? Bernies. Mach den die Hölle heiß. Machen wir. Nicht in die Flanke fallen. Oh, das Ding habe ich Ishi an den Kopf geknallt aus Versehen. Ups. Das war nicht meine Absicht. Sorry. Ishi, tut mir leid. Schnauze alle. Boom, Schakalaka. Jawohl, das zerfetzt alle. So. Oh Gott. Ich habe keine Ladung mehr. Aber gut, dann machen wir es halt so. Ja! Oh, es war heiß, aber hier ist doch noch. Moment. Oh, hier ist eine Kiste. Ein Skull Banshee und er ist ziemlich nah. Wir haben keine Ladung mehr für das Ding und keine Ladung mehr für das Ding. Da haben wir jetzt aber ordentlich mal reingehauen, du. Hier haben wir noch ein little bit. Okay. Heiße Würstchen. Wer mag lecker heiße Würstchen? Oh, heiße Würstchen. Hütte. Hey, du Würstchen. Stolpert Rad, sehr gut. Hey, Buddy.
Aber den muss man ein bisschen schneller sein, weil, ja, die sind verdammt schnell. Und, ja. Komm. Auf die Bitte. So. Trishka, würdest du dich umdrehen und vielleicht mitspielen? Das wäre, glaube ich, vom Vorteil für uns alle, so, wenn ich das mal erwähnen darf. Ruhige Hand, okay. Dabei habe ich alles andere als eine ruhige Hand. Oh, keine Ladung mehr, okay. Kopfschuss. Oh Gott, ich sehe eigentlich fast gar nichts. Hey. Du hast den da. Halt. No. Genau, runter mit dir. Und du auch, du Mistmade. Was wollt ihr eigentlich alle, hä? Ihr verkackten Burnouts. Ich zeig euch mal, was ein Burnout ist. Jawoll. Wie, das hat sie nicht zerfetzt? Oh, der hat den nur am Hintern, habt ihr gesehen? Ah, egal, dann kommt der runter. So. Gib mir doch mal das Ding hier. Ich brauche jetzt unbedingt Ladung. Ladung. So, Ladung. Ah, oh, sehr schön. Ladung. Machen wir hier ein Upgrade? Ja, komm. Ach, dafür können wir da jetzt keine Ladung kaufen. Ah, ja, wer rechnen kann, ist klar ein Vorteil. Ich natürlich nicht. So, aber jetzt habe ich Hauptsache meine Lieblingswaffen wieder aufgefüllt. Das ist das Wichtigste. Hey, Buddy. Na, du? Hey. Aus die Graffiti, Alter. Du dumme Sau, über mein Graffiti ohne Ende, du. Ich stampf dir in den Boden, du. Merkst du meine schönen Caterpillar-Schuhe oder was? Na gut, okay. Dann, bye-bye. Willst du denn? Spieß dich auf, du Sau. Oh, hello. Oh, jetzt brauche ich definitiv diese Waffe hier. Danke für den Hinweis auf deine Vertrautheit mit Geschlechtskrankheiten. Das Ehrenabzeichen jedes gemeinen Piraten. Nein. 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 Haut alle ab. Ach, wisst ihr was? Komm. Schnauze voll. Ah, ja. Boom. Voll in den Arsch geschossen. So. Eingesaugt, jawohl. Eingesaugt, sehr schön. Und du wirst... du kriegst ein Heady. Eieiei, wo kommst du denn her? Sag mal, die habe ich ja gar nicht gesehen. Komm, einen verschwende ich mal. So, jetzt kommt nämlich das Ding. Oh, Big Booty. Hä? Ich hab zwischen seine Beine geschossen. No. Komm, ab mit dir in das Ding. Jawoll. Hackfleisch, meine lieben Freunde. Baby. Lecker was. Okay, wir nehmen die Kiste mit. Dann haben wir nämlich wieder ein bisschen Aufladung zurückbekommen. Jawohl. Sehr schön. Ach, herrlich. Klappt heute alles ganz gut, muss ich sagen. Ich hoffe natürlich, dass dann auch die Aufnahme und alles klappt, beziehungsweise, dass die Qualität dann stimmt. I hope so fucking hard. Mann, ist das Ding mies gebaut. Hier bricht alles zusammen. Das Ding ist nicht nur mies gebaut. Irgendwas hat das ausgelöst. Genau. Irgendwas Großes. Hast du vielleicht eine Ahnung, Trishka? Hab eine Vermutung. Hoffe nur, ich irre mich. Ja, aber ihre Vermutung ist leider wahr. Leider wahr. Aber na gut. So, hier auf jeden Fall. Darf ich nicht vergessen. Die ist voll. Dann kaufen wir hier nochmal eine. So. Gut. Ja. Einmal hier lang. Hey, Ishi, versperr mir nicht den Weg, du. Ich will zu meiner süßen Trishka. Hey, ja, Schnocki, hau nicht ab von mir, du. Okay. So. Seid ihr dabei? Jawohl. Meinen internen Berechnungen nach sind unsere Überlebenschancen äußerst gering. Der beschissene Computer in deinem Schädel braucht dringend ein paar Antidepressiva. Wow. Erklemmt. Kannst du uns hier rausbringen, Gray? Na klar. Vorsicht, das hat ja fast freundlich geklungen. Ja, guck mal, so einfach geht das. Und raus mit dir. So. Mal klettern, da kennen wir nix. Kletter schneller, Schwachkopf. Da haben wir ja wieder die bemühte Feindseligkeit. Sie wirkt ein wenig gezwungen. Sie schafft es kaum, deine Lust zu verbergen, Mademoiselle. Super, klasse. Welches Mädchen steht nicht auf den stinkenden Piraten, wegen dem es in der Hölle gestrandet ist?
Wollte gerade sagen, jedes Mädel steht drauf. Mit meiner Peitsche habe ich auch den Kontakt zur Kingdom Terminal verloren. Sie wissen nicht, dass ich noch lebe. Aber der Kerl in der Kapsel, wenn er noch lebt, vielleicht solltest du ihn mit meiner Peitsche kontaktieren. Geht nicht. Deine Peitsche wurde beschädigt, als sie an dich gebunden wurde. Sie kann keine Nachrichten senden. Wenn er noch am Leben ist, ist seine Evakuierung im Gange. Wenn er stirbt, wird sie abgeblasen. Ganz einfach. Macht Sinn. Das wollen wir natürlich zu verhindern, wissen? So geil. Guckt es euch an, Leute. So geil. Okay. Versorgungskapsel nah. Wenn man vom Teufel spricht. Ah, da oben. Ach, wir sind schon wirklich sehr nah. Er hält gegen einen ganzen Topf Skulls durch. Also was Serrano betrifft. Ja, komm, wir kaufen jetzt nochmal so ein. Ja, okay. Das sparen wir. Es gibt noch Hoffnung. Na los!